Für meinen heutigen Gast ist jeder Atemzug ein Wunder. Vor 2 Jahren wurden ihr beide Lungenflügel transplantiert. Wie sie mit ihrem neuen geschenkten Leben umgeht, wie viel Angst sie eigentlich vor dem Tod hatte und warum sie sich ursprünglich gar nicht operieren lassen wollte, das erzählt mir heute Morgen Roswitha Jerusel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön für die Einladung. Gerne. Worunter litten Sie denn genau? Ja, ich litt unter einer Lungenfibrose, die entstanden ist nach einem Wasserschaden in unserem Haus, als wir aus dem Urlaub nach Hause kamen. Stand der Keller unter Wasser und musste getrocknet werden. Und 3 Monate später konnte ich schon nicht mehr wirklich joggen, musste zum Lungenfacharzt. Und der hatte festgestellt, dass ich nur noch 50% Vitalkapazität habe. Und dann bin ich in die Uniklinik gekommen. Die haben mich auf links gekrempelt und festgestellt, dass ich hochallergisch bin gegen Schimmelpilze. Das heißt, man bekommt immer weniger Luft, hat Atemnot. Also in meinem Fall war es so, ich hatte Hustenattacken ohne Ende, bei geringer Anstrengung. Und bis hin zur Maskenbeatmung. Beatmungspflichtigkeit, also eine NIF-Beatmung war ich dann am Schluss. Also einmal noch zurück, die Lunge besteht aus 2 Flügeln und da sind kleine Bläschen drauf. Und wenn die kaputt gehen, wachsen die dann nochmal nach oder wachsen die nicht mehr nach? Nee, die Lunge ist ja im Prinzip ein Blasebalg, wo in diesen Alveolen der Sauerstoffaustausch stattfindet zwischen Außenluft und dem inneren Gewebe, und die haben sich umgewandelt in Bindegewebe. Also der Sauerstoffaustausch konnte dort nicht mehr stattfinden, und das sukzessive. Also ich habe mir quasi beim Erstickungstod über dann die Zeit bis 2021 zugesehen. Was für ein furchtbarer Satz, sich selber beim Erstickungstod zusehen. Ja. Sie haben es eben kurz gesagt, das ging los damit, dass Sie kurzatmiger wurden und nicht mehr joggen konnten. Mhm. Welche Symptome entwickeln sich denn dann sukzessive daraus? Viele Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, meiden dann natürlich die Bewegung, weil das anstrengend ist, weil man ja sofort in die Luftnot kommt, in den Lufthunger. Man kann sich das so vorstellen, wenn man nur noch so 20% Vitalkapazität hat. Alle Muskeln im Brustkorb sind permanent im Dauerstress. Also das ist wie 24 Stunden am Tag joggen müssen. So eine Anstrengung ist das. Man hat auch keine Kraft mehr zu essen, weil Atmen wichtiger ist als Nahrungsaufnahme. Sie waren vorher wahnsinnig aktiv und sind viel geschwommen und viel gejoggt und sowas. Haben selber unterrichtet ganz viel. Das Leben, wie Sie es kannten, war vorbei. Und auch in dem Wissen, dass solche Diagnosen meistens eben bedeuten, dass man stirbt, dass man erstickt. Wenn sich das nicht bremsen lässt, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, wir gucken nach einer Spenderlunge und wir versuchen eine Lungentransplantation. Sie waren aber absolut dagegen. Mhm. Warum? Also eine Lungentransplantation ist keine Mandel-OP. Ich wusste um die Risiken, ich habe das ja jahrelang auch unterrichtet, Atmung, Atemwegserkrankung, Transplantation. Und ich habe nur gedacht, ja, das geht technisch alles, aber macht immer ganz schön eure Hightech-Medizin, aber ohne mich. Aber warum? Also ich finde das... Ohne mich. Ich finde das irgendwie... Also irritierend zu sagen, ich bin super eingeweiht und ich weiß um das alles und weil ich das weiß, will ich das nicht. Das ist doch irgendwie, ist doch paradox, oder nicht? Ja, aber ich habe viele Menschen erlebt, die voll beatmet, hilfesuchend im Bett lagen, mit den Augen gesucht haben nach irgendjemand, an dem sie sich festhalten können. Und ich habe so gedacht, wenn du da liegst, womöglich noch tracheotomiert, kannst nicht reden, kannst nicht... Also tracheotomiert heißt, man hat einen Schlauch hier... Luftröhrenschnitt hier. Und keiner versteht, was du willst. Und ich sehe ja, wie Menschen arbeiten. Also ich
habe ja keine rosa Blümchenschürze an und denke, die machen das schon alles. Ich habe ja immer irgendwie, also es soll sich nicht überheblich anhören, aber ich habe die Examensbrille auf der Nase. Ja? Ich sehe, ob jemand nach Standard arbeitet oder einfach irgendwie. Ne? Ich habe gedacht, das packst du nicht. Das schaffst du nicht. Also weil Sie um den, wir nennen es mal, so wie es in der Presse oft heißt, auch Pflegenotstand wissen und um den Zustand auch der Unterversorgung auch in Krankenhäusern, haben Sie gesagt, ich will das nicht. Mit der Möglichkeit der Komplikationen und all dem, was ich selber erlebt habe, das kommt für mich nicht in Frage. Ja. Dann bleibt ja als Variante B nur der Tod. Ja. Also Sie haben gesagt, ich wähle lieber den Tod als das, als die Transplantation. Also ich habe gedacht, weil ich ja auch die Palliativfachweiterbildung habe, ich glaube, da wird mir geholfen. Also mich, im Sterben? Über den palliativen Weg dann aus dem Leben rauszugehen, ja. Also ich denke, in Deutschland, wenn man sich früh genug um einen Hospizplatz kümmert, muss niemand einen grausamen Erstickungstod erleben und durchleiden. Und ich habe gedacht, das ist eher das, was so meinem Inneren entspricht. Also ich fühlte mich mit 52 Jahren sehr, sehr reich beschenkt vom Leben. Ich habe all die Dinge kennenlernen und besitzen dürfen, die man mit keinem Geld der Welt kaufen kann. Und habe so gedacht, wenn das jetzt der Plan ist von unserem Architekten da oben im Himmel, der sich unsere wunderschöne Welt ausgedacht hat, dann ist es so und ja. Aber auch Sie sind ja nicht alleine auf dieser Welt unterwegs. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, dass Sie gesagt haben, wissen Sie was, wisst ihr was, Freunde, ich Transplantation mache ich nicht, ich sterbe lieber. Was macht das mit Ihren Kindern? Ja, also natürlich, es gab ja ständig die Gespräche mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Die konnten nicht verstehen, dass ich da kein klares Ja für eine Transplantationslistung habe. Ja. Ich hatte es einfach nicht. Und ich habe versucht, mit unsere Kinder, jeden Einzelnen auch so in dem eigenen Sterbeprozess so zu führen, dass die Ängste, dass wir über die Ängste gesprochen haben und ich aber trotzdem immer wieder deutlich gemacht habe, ich möchte gerne selbstbestimmt entscheiden, wann ich und wie und wohin ich am Ende des Lebens den Wasserfall runterspringe. Aber wie war deren Reaktion darauf? Also ich habe ja im Mai 21 gewusst, den Sommer überlebst du nicht mehr. Und habe dann nochmal mit meiner Familie einen Ausflug nach Föhr gemacht und um mich von allem zu verabschieden. Ja, ich habe meine Beerdigungsfeier aufgeschrieben wie ein Kochrezept, Patientenverfügung, alles fertig gemacht, einen Haken dran und wir haben immer wieder drüber gesprochen, aber loslassen wollten sie mich nicht. Und irgendwann hat dann mein Mann gesagt, weißt du was, ich habe doch ein Organspendeausweis. Vielleicht reicht der ja für uns beide. Weil ich hatte ja selber keinen. Ich war ja gegen Transplantation und habe auch gedacht, das ist ja so ein ethisches Dilemma. Das geht gar nicht. Weil jemand sterben muss, damit ich weiterleben kann. Ja, und habe selber keinen Ausweis. Und als er das dann so sagte, habe ich so gedacht, okay, lässt dich listen, guckst, was passiert, kannst immer noch ins Hospiz. So. Ambivalenz pur. Absolut. Ich habe ganz viele Fragen. Also zum einen, wie schreibt man als Kochrezept seine eigene Beerdigung auf? Wie kommt man dazu? Wie denkt man darüber nach? Also das ist eigentlich ganz einfach. Das war schon bei meiner Mutter so. Die war tumorkrank, leider. Die habe ich 12 Jahre gepflegt. Und am Schluss, so als sie so in der Endphase, Finalphase war, meinte sie so zu mir, Kind, was kann ich denn noch tun? Und dann habe ich zu ihr gesagt, schreib die Beerdigung auf wie ein Kochrezept, an wen ich was, wie, wo schreiben soll.
wie das Grab aussehen soll, was du anziehen willst. Und das hat sie alles gemacht und das war so hilfreich, als sie dann gehen musste, dass ich gedacht habe, genau so machst du das auch. Und Sie haben es eben gesagt, zwei Kinder und ein Mann, und Sie haben versucht, allen ihre jeweiligen ganz individuellen Ängste zu nehmen. Wie haben Sie das gemacht und hat Ihnen selbst in Ihrer, ich nenne es mal Hilflosigkeit, die ja die Situation vorgegeben hat, hat Sie das selbst auch gestärkt und ein bisschen weniger hilflos gemacht? Das war ein Geben und Nehmen. Also kurz vor der Transplantation hatte ich am Tag so bis zu 10 hypoxische Synkopen. Was heißt das? Das bedeutet starke Hustenanfälle, wenn Sie kaum noch Lungenkapazität haben. Wer hustet, kann nicht atmen, der fällt dann um. Ja? Also Ohnmacht. Und dann haben wir das geübt mit Sauerstoffschlauch in unterschiedlichen Etagen von unserem Haus, wie die zu handeln haben, mich zu handeln haben, mich zu positionieren haben, weil eine Lungenhälfte, die funktionierte noch ein bisschen besser als die andere, sodass ich mich dann in der Synkope langsam wieder hochatmen konnte und ich auch sicher hatte, es muss nicht jedes Mal der NRW kommen. Mhm. Und parallel dazu habe ich Kontakt aufgenommen zum Palliativnetzwerk, also so dass auch Notfallmedikamente am Start gewesen sind vor Ort für meine Familie, um die juristisch abzusichern, aber auch für einen Notarzt, wenn der gerufen worden wäre, dass direkt was da gewesen wäre, um mir entsprechende Medikamente, Morphin und so zu geben. Aber das waren ja auch die Ängste von unseren Kindern. Mama, ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn du dann da liegst. Und dann haben wir das kleinschrittig eingeübt. Du musst zusehen, dass die Sauerstoffbrille richtig sitzt. Sauerstoff hochdrehen und je nachdem, wo ich gerade liege, leg mich auf die rechte Seite. Üben wir jetzt mal so im Trockenen. Und wenn es soweit ist, und die haben das super gemacht. Wobei mir natürlich auch klar war, dass ich da ganz viel verlangt habe und sie auch nicht überfordern wollte. Ja. Diese Entscheidung zu sagen, ich hab mit dem Himmelsarchitekten dann so einen Plan ausbaldowert und dann wird es vielleicht so sein oder so. Woher kam diese Gewissheit? Woher kam diese Ruhe darin? Ich habe irgendwie immer gedacht, es muss doch ein Wunder passieren. Also ich habe das immer mal wieder auf der Intensivstation auch erlebt, wenn wir so im Team ratlos um Patienten gestanden haben und gedacht haben, wir haben jetzt echt alle Register gezogen hier. Uns fällt nichts mehr ein, was wir für diesen Menschen noch tun können. Und wenn wir, meistens habe ich dann so still für mich gebetet, wenn wir das so gemacht haben, manchmal haben sich Dinge komplett gedreht. Plötzlich hat dann eine Antibiose wieder gegriffen oder jemand hat sich aus unerklärlichen Ursachen erholt. Also es passieren Wunder auch heute. Ich habe es erlebt. Sie hatten selbst Sie haben Wunder erlebt. Nicht nur, dass Sie hier sitzen, ist ein Wunder. Ich habe das vollmundig in der Anmoderation gesagt, aber ich meine es so. Sie haben selber bei der Geburt Ihrer zweiten Tochter eine Nahtoderfahrung gehabt. Mhm. Können Sie mir das erzählen? Das war eine ganz besondere Erfahrung. Die kann man eigentlich mit Menschenworten gar nicht beschreiben. Und seitdem weiß ich, egal was für ein Schicksal dir vor die Füße geworfen wird, es steckt ein Segen darin. Ja? Und diese Nahtoderfahrung bei der Geburt unserer zweiten Tochter, die ist mir sehr zum Segen geworden. Weil das, was da auf uns wartet, ist der absolute Wahnsinn. Also da am liebsten wäre ich da hingegangen. Also es war wirklich so, wie es ja auch oft beschrieben wird, bei anderen Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Soll ich das erzählen? Ja? Also es war so, dass es mich in einen Lichttunnel reingezogen hat, wo ganz am Ende die Bilder meines Lebens abliefen, die so ganz satt getränkt waren an Liebe aus der Kindheit,
als junge Frau, dann als unsere Kinder klein waren. Also da wollte ich hin, das wollte ich mir angucken. Und auf dem Weg dahin habe ich so gedacht, was bist du eigentlich bescheuert gewesen? Hast dir um Sachen Gedanken gemacht, die 0,0 Relevanz haben. Also wenn es eins im Leben gibt, was wirklich wichtig ist, dann ist es, dass man anderen Menschen möglichst viel Liebe und Barmherzigkeit so mitgibt. In der biblischen Tradition, wenn Jesus gefragt wird, was ist das Rabbi, was ist das wichtigste Gebot, was wir haben, sagt Jesus, ich verstehe die Frage nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich glaube auch, es geht um dazu, Freundlichkeit, Liebe, Barmherzigkeit ist ein mimetischer Prozess. Das verdoppelt sich, wenn wir es teilen. So ist das. Ich glaube, darum geht es. Genau. Jetzt sitzen Sie hier und wir reden über Wunder und ich muss natürlich trotzdem jetzt noch einmal nach dem anderen Wunder fragen. Wie kam es, dass Sie als jemand, der keine Transplantation wollte, jemand, der keine Angst mehr vor dem Tod hatte, jemand, der offen dazu stand, zu sagen, ich will das nicht, doch transplantiert wurden? Ja, es kam dann natürlich der Anruf, wie oft dann eben nachts, abends um 11, klingelte das Telefon, ja, Frau Jerusel, wir haben ein Organ für Sie. Wollen Sie kommen? Ich habe gedacht, von wollen ist hier gar keine Rede. Wollen würde ich lieber gesund sein, einfach nur arbeiten in der Pandemie, einfach nur Alter haben, ja, würde mir vollkommen reichen. Und dann habe ich das so gemacht, wie vor jedem Notfallseelsorgeeinsatz. Ich bin ja ehrenamtlich in der Notfallseelsorge auch unterwegs und ich connecte mich immer kurz, frage dann so, soll ich fahren oder soll ich bleiben? Und so ähnlich habe ich das auch gemacht und da kam direkt, du musst jetzt losfahren. Und dann haben Sie zwei neue Lungenflügel bekommen. Und es ist nicht alles gleich gut gegangen. Es ist nicht alles, Sie sind nicht aufgewacht und es war alles gut, sondern nee. Sie sind auch da nochmal durch ein ziemliches Tal gegangen und haben die Kraft der Gebete gespürt. Ich habe gefühlt, dass ganz viele Menschen an mich denken und für mich beten. Und das hat mich in diesen Tunnel mit diesem winzig kleinen Licht reingezogen. Und ich habe mich auch so gewundert. Also ich habe auch immer schon gebetet, ja, auch für andere Menschen und habe gedacht, ja, das macht man halt so. Aber dass das so eine Kraft hat, das hätte ich nicht gedacht. Das war abgefahren, wirklich abgefahren. Diese ganzen Menschen, das habe ich ja hinterher alles erst erfahren, die kannte ich teilweise gar nicht. Mein Freundeskreis, die haben alle möglichen Menschen in Bewegung gesetzt, die haben Kerzen angezündet, für mich gebetet, immer wieder. Und das hat mich so da in diesen Tunnel reingezogen. Krass, echt krass. Wirklich krass. Und es ist der Tunnel zurück zum Leben gewesen. Und vielen, vielen Dank, dass Sie heute Ihre wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wunderbare Geschichte mit mir geteilt haben und mit uns geteilt haben. Und von jemandem, die niemals transplantiert werden wollte, sind Sie zu einer großen Verfechterin von Organspende geworden und setzen sich ein, dass mehr Menschen aufgeklärt werden über die Frage, brauche ich einen Organspendeausweis oder kann ich einfach nur mit meiner Partnerin, meinem Partner, mit den Menschen, die mich lieb haben, zumindest ins Gespräch kommen darüber. Also vielen Dank nicht nur fürs Teilen Ihrer Geschichte, sondern auch für den Einsatz. Sehr gerne. Und Ihnen allen vielen Dank, dass Sie heute Morgen wieder dabei waren. Bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1 seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss.